Bei einer Bestrahlung können verschiedene Nebenwirkungen auftreten. Man kann sich das eigentlich ganz gut an dem Bild erklären. Dieses hier ist ein Schnitt senkrecht durch den Körper. Man sieht hier als grün dargestellt die Prostata mit den Samenblasen. Hier hinten ist der Enddarm und hier hinten der Anus. Das Gelbe ist die Blase und das Weiße ist das knöcherne Schambein, was direkt vor der Prostata ist. Das hier ist Darm und Gefäße und die Wirbelsäule und das Kreuzband. Wenn ich die Prostata bestrahlen will, wie ich das beim lokal begrenzten Prostatakarzinom mache, dann sind die wichtigsten Risikoorgane hinten der Enddarm, die Blase, die Harnröhre, die aus der Blase durch die Prostata nach außen führt, und die Nerven für die Erektion, die direkt unterhalb von der Prostata langführen. Das sind die vier wichtigsten Organe, an denen Nebenwirkungen auftreten können. Es gibt einmal akute Nebenwirkungen, die während der Bestrahlung und in den ersten Wochen nach der Bestrahlung auftreten können. Und es gibt chronische Nebenwirkungen, die auch erst Monate oder Jahre nach der Bestrahlung auftreten können. Akut kann es zu einer Reizung der Schleimhaut kommen, zum Beispiel von der Schleimhaut von der Blase. Weil die Blase direkt an der Prostata liegt, kann ich das auch gar nicht verhindern, dass ein Teil von der Blase mitbestrahlt wird. Und diese Schleimhaut von der Blase, die kann sich durch die Bestrahlung gereizt werden, das heißt, die kann schwellen, wehtun, vielleicht auch mal etwas Blut aus diesem geschwollenen Bereich verlieren. Wie zeigt sich das an Symptomen? Häufig als Harndrang, das heißt, dass der Patient häufiger zur Toilette muss, als er das gewöhnt ist, tagsüber als auch nachts. Und es kann auch sein, dass es brennt beim Wasserlassen. Diese Reizung ist normalerweise steril, das heißt, da sind erstmal überhaupt gar keine Bakterien drin. Aber wenn natürlich hier diese Schleimhaut gereizt ist, können sich natürlich gerne mal auf dieses Gebiet, wie wenn man eine offene Stelle an der Haut hat, setzen sich da gerne mal Bakterien rein, sodass es zu einer richtigen Blaseninfektion kommen kann. Ich empfehle den Patienten deshalb immer prophylaktisch als Vorbeugung Cranberry- oder Preiselbeersaft. Die sollen jeden Tag ein kleines Schnapsglas davon trinken, denn das senkt den pH-Wert in der Blase und kann darüber auf eine völlig natürliche Art und Weise Bakterien abtöten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich auf so eine Schleimhautreizung eine Infektion setzt, erheblich verringern. Und das Ganze mit einem Saft, der eigentlich sonst nur voll von Vitaminen ist. Es kann auch die Schleimhaut vom Enddarm gereizt sein. Das ist genau die Region vom Enddarm, wo der Körper normalerweise sagt, der Darm ist voll, man muss zur Toilette gehen. Das heißt, wenn hier die Schleimhaut durch die Bestrahlung gereizt ist, kommt es zu einem erhöhten Stuhldrang. Das heißt, dass der Patient häufiger das Gefühl hat, er muss zur Toilette gehen und Stuhlgang lassen, aber es kommt überhaupt nichts. Es kann aber Schleim kommen und es kommt auch häufiger zu Blähungen. Das sind typische akute Nebenwirkungen einer Strahlentherapie. Die Schleimhaut von der Harnröhre, die durch die Prostata hindurchgeht, die kann auch gereizt sein und die kann auch schwellen. Das kann auch einmal brennen beim Wasserlassen machen, aber im schlimmsten Fall kann das so stark schwellen, dass die Harnröhre zugeht und dann der Harn aus der Blase nicht mehr entleert werden kann. Das heißt, es kommt zu einem Harnverhalt. Dieses ist eine Notfallindikation, mit der ich einem Patienten jederzeit raten würde, direkt in die Notaufnahme zu gehen, damit man einen Blasenkatheter legt, um die Blase zu entlasten. Dann gibt es noch die Nerven für die Erektion, die direkt unter der Prostata lang gehen. Mit modernen Bestrahlungsmethoden, wenn man genau differenziert, wo die Prostata ist und man nach unten mit Hilfe einer Kernspintomographie auch die Peniswurzel gut abgrenzen kann, was in der normalen Planungs-Computertomographie manchmal schwierig ist, haben wir sehr viel weniger Erektionsstörungen als früher mit alten Methoden. Aktuell verlieren etwa 3 von 10 Männern nach einer Bestrahlung von außen langfristig ihre Erektion durch die Bestrahlung. Was kann langfristig sonst noch auftreten?
Die Blase kann sich fibrotisch umwandeln. Das heißt, aus elastischem Gewebe wird unelastisches Gewebe. Dadurch kann die Blase kleiner werden. Es kommt zu einer sogenannten Schrumpfblase. Und es kann sein, dass das Volumen, was diese Blase fassen kann, die ja sonst sehr elastisch ist, etwas geringer wird. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß, aber das kann vorkommen. Auch kann es zu einer Harninkontinenz durch eine Beschreibung kommen. Diese Wahrscheinlichkeit ist aber erheblich geringer als durch eine Operation. Was aber häufiger durch eine Bestrahlung ist als durch eine Operation, ist eine Reizung des Enddarms, wie ich sie eben auch beschrieben habe, die kann auch mal langfristig bleiben. Dann muss man sagen, dass es auch noch zu einer sogenannten Strahlenkrater kommen kann oder auch Müdigkeit während der Bestrahlung. Die Bestrahlung dauert nur 10 Minuten, ist aber extrem anstrengend, sodass es sein kann, dass der Patient Mittagsschlaf braucht oder mehr Schlaf braucht als sonst. Häufig geht das nach Ende der Bestrahlung wieder weg. Jede Bestrahlung hat, wie jede Strahlung, die man auf einen Körper einstrahlt, ein gewisses Risiko, selber 10 bis 15 Jahre später irgendeinen anderen Tumor zu machen. Das ist aber eine extrem geringe Wahrscheinlichkeit. Und es ist natürlich so, wir haben hier ein Prostatakarzinom, einen Tumor, der vorliegt, bei dem wir den Patienten mit diesem Tumor, der jetzt da ist, natürlich heilen wollen.